Ja, wann sind wir? Wann wird das gesendet? Das wird bald gesendet. Warte, komm, wir kommen. Ja, echt? Und wann? Ja. Das eins? Das wird auf YouTube kommen. Regenbogen. Wieso? Kriegen Sie kein YouTube? Kriegen Sie kein YouTube? Nee, weiß ich nicht. YouTube gibt es im Internet. YouTube. Haben wir ja sogar nicht. Aber Sie haben doch Internet. Jeder Mensch hat Internet. Dann soll ich Ihnen direkt Internet einrichten? Nee, wenn Sie brauchen kein Internet. Nee, man ist das einfach nicht da. Aber im Fernsehen kommt das leider nicht. Naja, ist okay. Vielleicht sieht man sich hier und ich zeige Ihnen das auf mein, alles klar, danke. Auf mein Telefon. Gut. Alles. Hier muss ich nicht mehr weg, gebe ich Bier, Kaffee und Dreck. Die Mieter können kommen, aber jeder weiß Bescheid. Alle können gehen, denn bei mir gibt es keinen Streit. Als Hausmeister laufe ich durch den Keller, denn der Hausmeister ist kein Rockefeller. Im Alter bezwing ich bis zu 1000 Stufen. Ich bin immer da, komme wie gerufen. Doferstoff, die Ratten im Haus, ich rotte jede Mauslaus aus. Wasserschaden bis zu den Waden, zum Baden habe ich den Nachbarn dazu geladen. Scheiß in den Ecken und Sperrmüll vor dem Haus. Ich seh dich, ich krieg es raus. Gleich klatscht es, aber kein Applaus. Aus der Ofen, aus die Maus. Mein Schlüssel, mein Kittel, mein Hammer, mein Besen, meine Bühne, meine Leiter, mein Block. Ich steh hier und schock. Wie komm ich mit den Krücken bis zum 16. Stock? Mein Schlüssel, mein Kittel, mein Hammer, mein Besen, meine Bühne, meine Leiter, mein Block. Ich steh hier und schock. Wie komm ich mit den Krücken bis zum 16. Stock? Ich wohne im ersten, war früher immer Rauschmeister. Raus aus dem Knast von sich unser Hausmeister. Oft bin ich am Kiosk an der Ecke. Ich betrinke mich halt keine wie ne Punkerzecke. Mein Kittel, gebügelt, hab ich ständig an. Schlüsselmutter in der Tasche, stets am Mann. Alles im Griff unter Kontrolle. Denn ich spiele gerne meine Hausmeisterrolle. Als Handwerker bin ich sehr gut. Nimm ich ein Werkzeug, ich Handwerk ist akut. Kein Speed, keine Schore, kein Crack, kein Dreck. Hammer in der Rechten ist mein linker Daumen weg. Mal im Zimmer Küchenfliesen habe ich gestemmt und mir den Fuß dabei eingeklemmt. 1, 2, 3 Rollbrüche waren auch dabei. Dabei war ich zwar besoffen, aber nicht heil. Mein Schlüssel, mein Kittel, mein Hammer, mein Besen, meine Birne, meine Leiter, mein Block. Ich stehe hier und schock. Wie komm ich mit den Krücken bis zum 16. Stock? Mein Schlüssel, mein Kittel, mein Hammer, mein Besen, meine Birne, meine Leiter, mein Block. Ich stehe hier und schock. Wie komm ich mit den Krücken bis zum 16. Stock? Im zweiten wohnt eine hübsche, nette Dame. Diese Brüste sind große, stramme. Herr Hausmeister, mein Hahn tropfte. In Gedanken schon ihr Loch stopfte. Mieter sind aber für mich tabu. Ich kotze mir doch nicht in meinen eigenen Schuh. Privat bin ich ein Dreisdorf-Reißer. Den Frauen gebe ich mich hin, ohne Verstand und Sinn. Als Besenschwinger bin ich bekannt. Wegen mir sind die alten Damen außer Rand und Band. Die jungen Frauen können mir nicht widerstehen, wenn sie mal ein 10-Tage-Bad sehen. Als Alkoholiker bin ich bekannt, berüchtigt. Beim Trinken, ja, da bin ich immer tüchtig. 3 Tage und Nächte in der Kneipe gesoffen. Am nächsten Tag bin ich auf alle Viere nach Hause gekrochen. Mein Schlüssel, mein Kittel, mein Hammer, mein Besen, meine Binde, meine Leiter, mein Block. Ich stehe hier, oh Schock. Wie komm ich mit den Krücken bis zum 16. Stock? Mein Schlüssel, mein Kittel, mein Hammer, mein Besen, meine Binde, meine Leiter, mein Block. Ich stehe hier, oh Schock. Wie komm ich mit den Krücken bis zum 16. Stock?
Wohnwagen war auch schon ein paar Mal da. Für den Hausmeister, na dann ist alles klar. Finger geschnitten, Daumen gebrochen, Prellung, Verbrennung und Stürze. Gib diesen Text die richtige Würze. Besenschwinger, Dübelwechsler und Kummerkasten. Eine Kippe auf dem Boden, ich könnte ausrasten. Die Falschparker sollten es nicht machen. Ich zerreiß ihnen die Reifen mit einem bösen Lachen. Mein Hausmeisterberuf, der liegt mir im Herzen. Den übe ich aus trotz vieler Schmerzen.